Hallo zusammen, da bin ich wieder. Heute geht es einmal um ein fleischloses Rezept. Und zwar sind es diesmal die Frikadellen aus Kidneybohnen. Genau, kein Hackfleisch, sondern Kidneybohnen. Total einfach, ganz schnell gemacht. Und selbst mein Papa hat das hinbekommen, hat sich das Video angeguckt, hat sich in die Küche gestellt und hat sie nachgebacken. Er fand sie echt Bombe. Vielleicht gefallen sie euch auch? Schaut schnell weiter und probiert sie aus. Und das sind meine Zutaten. Ich brauche Kidneybohnen, eine Zwiebel, ein Ei, eine Möhre, ein bisschen Senf, dann Pfeffer, Salz, Paprika und Chili und Haferflocken. Und jetzt geht's los. Die Kidneybohnen, das ist die andere Hälfte, die ich noch über habe, hatte ich vorher abgespült. Jetzt auf den Teller. Naja, ist noch ein bisschen Soße dran, aber die muss da auch dran bleiben, sonst wird's zu trocken. Jetzt zermatschen. Oder mit der Gabel oder mit dem Stampfer einmal richtig platt machen. Man kann auch einen Pürierstab nehmen. Jetzt wird die Möhre geraspelt. So, die Möhren. Einmal in eine Schüssel. Zwiebeln habe ich gerade geschnitten. Auch mit rein. Dann kommen die Kidneybohnen mit rein. Die zermatschten. Haferflocken mit dazu. Senf. Chili. Je nach Geschmack kann man dann natürlich auch weglassen. Paprikapulver, ungefähr einen Teelöffel. Salz, auflöffeln, Teelöffel und noch ein bisschen Pfeffer. Und natürlich das Ei. Kann man wahrscheinlich auch wieder weglassen, habe ich noch nie probiert, dann wäre es ja wieder vegan. Jetzt alles gut verrühren oder verkneten. Ihr möchtet. Wenn sie euch zu matschig erscheinen, dann gebt noch ein paar Haferflocken dazu. So sieht es schon besser aus. Kleine Frikadellen formen, dann fallen sie auch nicht so schnell auseinander. Ich habe ein bisschen mehr Haferflocken reingetan. Ich hoffe, dass sie jetzt nicht auseinanderfallen. Umdrehen. Ja, die sind besser. Und Deckel wieder drauf. So, ein bisschen müssen wir. Oh, die sind schon fest. Vielleicht noch 2 Minuten mit Deckel. Und fertig. Lecker, lecker. Meine Kidney-Frikadellen. Einfach und lecker. Probiert sie einfach aus. Ich finde sie lecker. Bis bald. Tschüss.